Virtual Reality und 360 Grad. Das sind die digitalen Trends in der Medienwelt. Und so steht diese faszinierende und interaktive Technik im Mittelpunkt bei der aktuellen Messetour des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Staatsministerin Ilse Aigner sieht im Einsatz digitaler Anwendungen auch enormes Potenzial für viele Branchen. Ja, es ist eine unglaublich tolle Technologie, wenn man das wirklich begreifen kann im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und deshalb, die Zukunft spricht bayerisch. Unterhaltsam und interaktiv macht das Wirtschaftsministerium die politischen Schwerpunktthemen Digitalisierung, Gründer, Gesundheit und Energie erlebbar und möchte den Austausch im gesamten Freistaat fördern. Für uns ist es wichtig, im Wirtschaftsministerium nicht nur die beiden Metropolregionen München und Nürnberg im Fokus zu haben, sondern der Freistaat Bayern ist Flächenstaat und wir sind darauf angewiesen, dass gerade die Handwerksbetriebe vor Ort für Ausbildungs- und Arbeitsplätze sorgen. Das ist der entscheidende Vorteil des Freistaates Bayern, dass wir wirtschaftsstark in allen Regionen sind und deshalb gehen wir natürlich mit allen unseren Angeboten, mit Gründerzentren, mit unseren Förderangeboten auch in die Fläche. Das Interesse am Informationsangebot des Wirtschaftsministeriums ist groß. Ich finde es faszinierend, wenn man bisher nur Fotos kennt und Videoaufnahmen kennt, wo man halt in eine Richtung guckt und dann setzt man die Brille auf und kann rundherum gucken und hat da irgendwie so ein Erlebnis, als wenn man da mittendrin wäre. Also ich kenne das Teil von YouTube-Videos und so, aber ich habe es mir nicht so cool vorgestellt, auch mit dem Greifen. Das ist echt ein komplett anderes Gefühl. Man nimmt etwas in die Hand, aber man fühlt es halt irgendwie trotzdem nicht und man sieht es. Es ist total komisch, aber auch richtig cool. Volles Hightech. Faszinierend und mit der Zeit mithalten. Nicht nur 1000 Prospekte, sondern mit diesen Brillen finde ich gut. Wir sind als Familie da, dann sind wir an den Stand gekommen und sind jetzt hier in der interaktiven Welt gelandet. Es ist unvorstellbar, vor allem für einen Menschen aus meiner Zeit, so etwas erleben, sehen zu dürfen. Es grenzt an Zauberei und Magie. Neben modernster Technik bleibt es für die bayerische Wirtschaftsministerin aber auch ein zentrales Thema, in direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu treten. Für uns ist es wichtig, erstens nicht nur uns zu zeigen, sondern auch als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, auch zu zeigen, was für Möglichkeiten wir an Unterstützung zum Beispiel haben, aber einfach auch die Verbindung von Politik zu Wirtschaft ist hier eine hervorragende Möglichkeit, es zu präsentieren.